Ja, hallo, hier ist der Frank von fotologbuch.de mit einem Quick-Tipp zu Adobe Lightroom. Und in dem heutigen Quick-Tipp soll es nochmal um die Ergänzung zu dem Tutorial Gradationskurve gehen, wo ich euch ja gesagt hatte, dass ihr mit der Gradationskurve auch nicht nur Kontraste verändern könnt, sondern auch Tonwertbeschneidungen durchführen könnt oder Tönung. Und das möchte ich euch einfach hier vom Prinzip mal erläutern, wie das funktioniert. Ja, dafür habe ich hier diesen Grauverlauf einfach mal vorbereitet. Und ihr seht, im Moment haben wir noch einen ganz normalen linearen Verlauf, also Eingangswert gleich Ausgangswert. So, was passiert aber jetzt, wenn ich zum Beispiel sage, indem ich diesen Endpunkt einfach hoch verschiebe und damit sage, es gibt keine reinen Schwarzwerte mehr im Ziel, ihr merkt schon, wie das immer heller wird, sondern ich helle diese Schwarzpunkte auf, oder diese Schwarzwerte und diese dunklen Werte und es gibt letztendlich nur noch dunkle Grautöne. Damit würde ich letztendlich hier schon mal die Schwarzwerte beschneiden und wir hätten einen etwas ausgewascheneren Look. So. Kann man natürlich auch in die andere Richtung treiben, macht sich zum Beispiel ganz gut bei Silhouetten und so, wenn ich Schwarzwerte betonen will. Ihr seht jetzt sehr schön, der Bereich durch die Lichter- und Schattenwarnung, die ich aktiv habe, der wird immer größer, je mehr ich das aufziehe. So. Was wir natürlich in den Lichtern gemacht, in den Schatten gemacht haben, das können wir auch hier beim Weiß machen. Also sage ich einfach mal, es gibt kein reines Weiß mehr, sondern auch dieses Weiß wird immer mehr zum Grau, je weiter ich das runterziehe. Oder ich erkläre schon andere Bereiche, die eigentlich noch grau sind, zu einem Zielweiß. Damit kriege ich natürlich jetzt hier sehr schön die Lichterwarnung rein, aber das kann manchmal auch ganz hilfreich sein. So, das war erstmal nur, wenn ihr Tonwertbeschneidungen machen wollt. Wie gesagt, die Kurven können dann ganz komplex werden. Aber zweite Geschichte, ich hatte ja gesagt, man kann auch dort Tönungen hervorrufen. So, und jetzt habe ich mir mal diesen Rotkanal rausgesucht. Und ja, guckt einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt die mittleren Tonwerte den Rotanteil erhöhe. Dann merkt ihr, aha, kriegt das Bild in dem Bereich eine Rottönung. So, wie gesagt, weiß bleibt weiß, schwarz bleibt schwarz, aber dazwischen merkt ihr, wird das Ding immer mehr rot. Umgekehrt, wenn ich rot absenke in der Mitte, kommt natürlich die Gegenfarbe zum Vorschein, das ist das Cyan. So, also insofern kann ich hier, wenn ich mehrere Kurvenpunkte setze, ganz interessante Färbungen erreichen. So, Kontrollpunkt erstmal wieder löschen. Das gleiche funktioniert natürlich auch beim Grünkanal. Ja, erstmal anheben ist klar, wie eben, dann kommt Grün zum Vorschein und ja, wenn ich das absenke, dann kommt Magenta zum Vorschein, nämlich hier die Gegenfarbe. So, das machen wir auch mal wieder rückgängig, Kontrollpunkt löschen und dann haben wir noch den Blaukanal. Ja, und hier kann man natürlich genauso wieder entweder blau betonen in den jeweiligen Tonwerten oder ja, wenn wir das rausnehmen, kommt Gelb zum Vorschein. So, und das kann man natürlich jetzt ganz explizit weit treiben. Ich kann zum Beispiel sagen, ja, in den Lichtern nehme ich die Blautöne raus, mache also die Lichter etwas gelber, aber in den dunklen Tönen, da möchte ich bitte das Blau etwas mehr betonen. Und ihr seht schon, was hier auch so von Art Farbverlauf entsteht. So, natürlich macht man nachher im Bild das nicht so meistens an diesen Kurvenpunkten, sondern da würde ich euch dann praxismäßig auch die Zielkorrektur vorschlagen, um genau den Bereich entsprechend einzutönen, den ihr haben wollt. Und damit ihr mal seht, wie kompliziert sowas werden kann, habe ich hier ein paar Beispiele rausgesucht, an denen ich euch das einfach mal zeigen will. So, das ist hier zum Beispiel in den Farbkanälen überhaupt nichts gemacht, aber ich schalte mal rum auf den RGB. Hier seht ihr, sind die Schwarzwerte beschnitten worden, dadurch haben wir diesen etwas ausgewaschenen Look für diesen alten Fujifilm zum Beispiel. Oder bei dem zweiten Beispiel, ich schalte einfach mal kurz die Gradationskurve ein und aus, damit ihr mal seht, Lichter- und Schattenwarnung mal weg, was da an Unterschieden da ist. So, wieder einschalten. Seht ihr es? Das ist der Unterschied nur alleine durch die Gradationskurve. Und bei dem zweiten Beispiel, da wird das noch ein bisschen expliziter. Das ist ein alter Polaroid-Film, den ich hier simuliert habe. Und dann seht ihr mal, was alleine durch diese Gradationskurve entstehen kann. Und damit ihr ein bisschen gewarnt seid, wie kompliziert das Ganze werden kann, seht ihr mal hier die verschiedenen Gradationskurven, die hier dabei zum Tragen kamen. Also jede Farbkurve auch noch unterschiedlich. Und das ist das Problem. Es ist wirklich ungemein kompliziert. Man muss höllisch dabei aufpassen, um nicht ungewünschte Ergebnisse zu kriegen. Und genau aus diesem Grund, weil ich selber, gebe ich ganz oft zu, auch etwas faul bin und lieber schnelle Ergebnisse bevorzuge, habe ich mir zum Beispiel hier diese alten Filmsimulationen gekauft von VSCO, wo ich dann solche Filme einfach per Mausklick aktivieren kann und alles wird entsprechend automatisch eingestellt. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch selber, wenn ihr euch diese Technik zutraut, gerne selber machen. Ja, das war's mit diesem
etwas längeren Quick-Tipp zu Adobe Lightroom. Ich hoffe, ihr habt gesehen, was man mit der Gradationskurve alles noch machen kann. Ihr wisst auch, wie viel Arbeit jetzt da drin stecken kann. Ich bedanke mich wieder für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Frank von fotologbuch.de. Ja, hallo und guten Morgen. Hier ist der Frank von fotologbuch.de mit einem kurzen Quick-Tipp zu Adobe Lightroom. Und in dem heutigen Quick-Tipp soll es nochmal um die Gradationskurve gehen, wenn ich die in Lightroom hier bearbeiten möchte. Dann habt ihr ja generell zwei Möglichkeiten. Einmal, ich schalte mal zurück auf die Standardeinstellung. Ihr könnt hier über diese Regler und über die Bereiche arbeiten und dann diese Kurve anpassen. Oder ihr geht direkt in den zweiten Bereich rein und sagt, ihr möchtet diese Punktkurve direkt bearbeiten, entweder ja, für den RGB-Kanal oder eben für einen einzelnen Kanal. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist bloß, wenn ich hier ja zum Beispiel so einen Punkt verschieben will mit der Maus, dann geht das im Normalfall natürlich nicht so fein, wie man das meistens möchte, weil man natürlich die Maus nicht so ja, schön langsam bewegen kann. Es gibt aber einen kleinen Trick. Haltet, während ihr ja diesen Punkt verschieben wollt, einjustieren wollt, einfach mal die Alt-Taste. Dann wirkt nämlich ja, eure Maus wie entschleunigt und ihr könnt diese Werte etwas feiner einstellen mit der Maus, wenn ihr dabei die Alt-Taste gedrückt haltet. Also nochmal ohne Alt-Taste, große schnelle Spritte und mit gedrückter Alt-Taste, ja, das entschleunigt die Maus und sie geht etwas feiner vor und ihr habt dann die Möglichkeit, ja, diese Werte doch etwas feiner grafisch einzustellen. Ja, das war's, was ich euch heute einfach mal zeigen wollte. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Frank von fotologbuch.de. Ja, hallo und guten Morgen, hier ist der Frank von fotologbuch.de mit einem ja nicht ganz so kurzen Expertentipp zu Adobe Lightroom. Und mit diesem Tipp möchte ich auch gerne eine Frage von einem Fotokumpel von mir beantworten, der sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat, du Frank, ich habe hier ein Dokument, da geht es um Farblooks und ich muss jetzt hier in Lightroom bei einem Bild für die Gradationskurve ja die Werte für diese Punkte auf der Gradationskurve direkt numerisch vorgeben, damit ich natürlich das gleiche Ergebnis bekomme, was mir dort gezeigt wird. Gibt es dort irgendwo einen Trick, wie ich diese Werte numerisch direkt hier in Lightroom eingeben kann, ohne dass ich dafür Photoshop verwenden muss, sondern einfach hier in Lightroom, geht denn das? Ja. Es geht, Andreas, aber es geht nicht ganz so einfach. Also, ich habe hier mal ein Bild rausgesucht, habe mir auch gleich mal eine virtuelle Kopie angelegt. Warum, sage ich euch zum Schluss, arbeite aber trotzdem hier in dem Original. Zur Sicherheit könnt ihr euch natürlich auch einen Schnappschuss anlegen, damit ihr immer wieder zurück könnt auf diesen fest vorher definierten Wert. So, gehe jetzt hier ja in die Gradationskurve und nehme mir mal exemplarisch den Grünkanal raus. Und sage jetzt zum Beispiel, ich möchte bei diesem Bild gerne einen Mädchenhimmel haben und ziehe mal hier in der Mitte das Ding einfach ein bisschen nach unten. So, jetzt haben wir hier einen kleinen Mädchenhimmel gebaut. Okay, aber eben rechte Maustaste draufklicken oder wie auch immer, Command-Alt-Taste gedrückt halten. Hier gibt es nirgendwo den Punkt Werte numerisch eintragen. Wie kriege ich das trotzdem hin? Ja, es geht, aber es geht nur mit Umweg. Also, rechte Maustaste auf das Bild klicken, wo wir gerade bearbeiten und sagen bitte die Metadaten für diese Bearbeitung in eine Datei speichern. So, jetzt legt er diese sogenannte XMP-Datei oder Sidecar-Datei an und die kann ich mir natürlich jetzt erstmal holen. Also sage ich bitte das Bild selber im Dateimanager anzeigen und habe das hier mal nach Dateinamen sortiert, dann steht dabei auch gleich diese ja, Sidecar-Datei, diese Bearbeitungsdatei. So, wichtig ist, diese Datei müssen wir jetzt hier leider im Editor ändern, indem wir rechte Maustaste sagen, öffnen mit Editor. Bitte auch unter Windows achtet darauf, dass ihr einen Editor nehmt, der nicht formatiert, umformatiert. Also WordPad oder sowas ist doof, sondern wir brauchen wirklich einen reinen Texteditor. Ich glaube, unter Windows heißt der dann Notepad. Aber wenn wir das natürlich gemacht haben, dann haben wir hier unsere Textdatei. Super. Sieht ja richtig toll aus, findet man bestimmt ganz schnell, aber es gibt ja dann auch immer eine Suchfunktion. Und ich sage mal jetzt, bitte suche mir nach dem Wort grün. Und da natürlich wieder alles in Englisch ist, darf ich auch hier gerne grün reinschreiben. Und gucken wir doch mal, wo hier einiges zum Thema grün drin steht. Das interessiert mich alles nicht. Das interessiert mich auch nicht. Auch nicht. So, hier geht's schon los. Aha, Tone Curve Green, aber da sind erstmal nur irgendwelche Standardeinstellungen drin, interessiert mich nicht.
ist nicht wichtig, aber hier wird es interessant. Tonkurve, Gradationskurve, Prozessversion 2012, Green. Und hier finden wir auch, okay, hier haben wir nicht nur den Anfangswert und den Endwert, sondern wir haben noch einen Zwischenwert. Und das war ja genau der Punkt. Wir hatten ja nur einen Punkt hier eingefügt. So, und jetzt gehe ich an die Stelle, schmeiße einfach mal die Werte raus und ersetze sie durch meine neuen Werte, die ich irgendwo herbekommen habe. So, und 84. So, die Datei speichere ich einfach wieder, dann kann ich auch dieses Fenster wieder schließen und gehe zurück in Lightroom. Und das Gleiche, was wir natürlich eben mit der Metadaten speichern gemacht haben, können wir auch wieder sagen, Metadaten lesen. Also ich gehe hier runter und sage, bitte Metadaten aus der Datei lesen. So, jetzt kommt hier eine kleine Warnung. Bitte beachten, da gibt es sowas wie nicht rückgängig. Aber ist egal. Ich habe das mal ein bisschen dichter rangeschoben, damit ihr auch seht, wenn ich jetzt auf Lesen drücke, wie dieser Punkt hier wandert. Guckt mal auf den Punkt und ich drücke mal jetzt auf Lesen. So. Habt ihr gesehen? Jetzt ist der gewandert und das Bild hat sich vom Aussehen auch nochmal ein bisschen geändert. Und jetzt stehen dort wirklich exakt diese Werte drin, die ich dort vielleicht in dem Dokument gefunden habe und dort manuell eingetragen habe. Es geht leider nicht anders, ohne Photoshop dort Werte numerisch vorzugeben. Aber ihr habt natürlich so die Möglichkeit, direkt in Lightroom auch Werte exakt numerisch in Lightroom einzutragen. Tut mir leid, dass es nicht komfortabler geht. Da müsst ihr euch an Adobe wenden. Aber damit dürften auf jeden Fall auch die Leute arbeiten können, die zum Beispiel noch ein älteres Lightroom haben, Lightroom 5, 6 und keinen Zugriff auf Photoshop zum Beispiel haben und trotzdem an diese Werte ran wollen. Oder weil sie einfach sagen wollen, ich will ja gar nicht diese Ära Lightroom verlassen, ich muss nicht erst drüber nach Photoshop, ich will das alles in Lightroom machen. Also insofern habt ihr hier, habe ich euch hier die Möglichkeit zeigen können, hoffentlich, wie ihr in Lightroom direkt diese Werte für die Gradationskurve numerisch exakt vorgeben könnt über diesen Umweg Metadatendatei. Ich hoffe, Andreas, ich konnte dir das zeigen, was du machen möchtest. Ich konnte deine Frage damit beantworten. Ich hoffe für all die anderen, die dieses Tutorial sehen, dass es für euch auch ganz interessant war und dass ihr es vielleicht auch in Zukunft mal braucht. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Halt, eins haben wir noch vergessen. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich habe eine virtuelle Kopie angelegt, aber warum habe ich diese Arbeit jetzt nicht in der virtuellen Kopie gemacht? Ganz einfach. Wenn ihr nämlich auf so eine virtuelle Kopie geht und sagt, okay, ich möchte bitte Metadaten speichern, lesen, geht alles gar nicht. Das ist ja das Problem, dass in Lightroom, oder nicht das Problem, ist ja eines der Features, dass Lightroom ja jede Originaldatei nur einmal hat und die virtuellen Kopien ja eigentlich nur Entwicklungszweige sind, die in Lightroom intern in der Datenbank verwaltet werden. Und damit kann ich natürlich hier nicht separate Metadaten rausschreiben für eine virtuelle Kopie. Es gibt ja nur eine Datei und das ist eben das Original. Ja, dann bin ich jetzt aber wirklich am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Frank von fotologbuch.de.